Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge God of War Ragnarök. Ja, wie versprochen, es geht hier direkt weiter. Da vorne ist noch ein Stück der riesen Weltenschlange. Da vorne glänzt noch irgendwas, überall ist was zu tun. Hier in Midgard ist es richtig tricky. So oft wie in Midgard habe ich im ganzen Game noch nicht ins Gras gebissen. Ich freue mich, dass du da bist. Dankeschön für deinen Support. Nimm mir noch kurz 2-3 Sekunden Zeit, bevor wir jetzt richtig mit dem Video loslegen. Daumen hoch, kostenloses Abo, aktiviere die Glocke. Du weißt Bescheid. Dankeschön, let's go. Okay, der Weltenriss da vorne. Gehen wir einmal hin. Da gehen wir einmal. Ich lasse mich einfach jetzt gerne wieder von allem ablenken. Ich habe einfach Bock, mich ablenken zu lassen. Ihre Schiffe waren aber spitze. Ufer der Neun. Als ob der meine Axt von da sieht. Wahnsinn, ey. Okay, was gibt's denn hier für uns? Ach, hör da auf. Hier war auch das, wo wir mit Atreus waren, oder? Wo Atreus, mit Sindri auf dem Weg zu Rhea war, um die zu suchen. Guck mal, da könnte man. Ah, ich bin hier falsch. Ich bin hier falsch, Mann. Ich laufe jetzt, glaube ich, echt erstmal den Wölfen nach. Erstmal Shortcut freischalten. Du wirst es nicht glauben, Mimir. Dieses Wappen gehört zu Fjordrlund. Fjordrlund? Sagst du, das ist doch Sigruns Heimat. Sigruns? Sigruns? Hör doch auf. Oh, jetzt eine Nornenkiste. Mein Halsschutz ist ganz kalt. Jo, warum fiel die mich so hart ein, ey? Gleich tot, läuft, läuft! Läuft! Ich hau den erstmal windelweich hier, den Rabauken, Mann. Boah, die Kiste gönne ich mir, das könnte ein Horn-Upgrade sein. Leben haben wir ja in Vanaheim bekommen. Von Fjordrlund blieb als. Hier da vorne ist das erste. Sigrun erzählte, dass sie hier aufwuchs, bevor sie sich den Balkuren anschloss. Okay, hier ist das N. Da ist das C. Wo ist das R? Da vorne ist das R. Das heißt, ich muss erstmal das hier irgendwie aufkriegen. Ja, sag an. Sag an. So. Okay, das braucht man gar nicht zu versuchen. Wir müssen eh erstmal einmal komplett rum, würde ich sagen. Jupp. Jupp, 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 jupp. Ja, also wenn es ein Horn ist, haben wir auf jeden Fall ein Upgrade am Start. Dann sind wir wieder ein bisschen besser gerüstet. Sei vorsichtig. Oh, geil. Jo, die Jägerin. Boah. Wie so ein Zentaurwesen. Wie geil, Mann, ey. Ich liebe dieses Spiel, Mann. Vorsicht von hinten! Wow! Wow! Wir sind zu schwach für das alles, was wir gerade tun. Ich weiß. Ich weiß. Wow, wir sterben. Elendig. Wow, 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 wow. Nein! Ich brauche einen Auferstehungsstein. Meine Zeit, ey. Ärgerlich, Mann. Ja, das Spiel zeigt jetzt klar und deutlich, ey, Fippmann, weißt du was? Es ist vorbei. Es ist vorbei. Mit der Leichtigkeit. Jetzt geht's, gibt's richtig aufs Gesicht. Wahnsinn, ey. Okay, ich geh direkt mal hier und schneide ab. Ah, ich konzentriere mich, glaube ich, erstmal auf den Kollegen hier. Naja, Mimir, Mimir, leise. Jo, ich kann meine Chaos-Klingen auch hier in Feuer tränken. Wahnsinn. What, what, what? Oh, oh, oh. Alter, komm weiter. Batz, 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 Junge, in your face, ey. Das sieht doch schon besser aus hier. Sieht doch schon besser aus.
Junge, komm her, du Answurst. Weißt du, Sigrun erzählte mir von der großen Schatzkammer. Okay, alle down. Voller Beute aus Erobern. Vielleicht finden sich hier einige dieser Schätze. Oh, das wäre auf jeden Fall nice. Schätze aus der Vergangenheit. Nein, nur, dass sie sie versteckt hier. So, da geht die Kette hoch, aber ich muss ja eigentlich diese Tür nur da hinten öffnen, ne? Ach Mann, ey, Freya. Das machen wir nur. Wieder ablenken lassen von allem, obwohl wir eigentlich die Norden suchen, ey. Aber so kann Atreus noch ein bisschen besser und länger von Thor und Odin lernen. Oh, hier ist ein Rabe. Ein weiterer. Wir müssen ja schon die nächste Kiste frei haben. Wo ist der denn? Ich habe den noch gerade hier irgendwo gehört. Ja, der ist, glaube ich, der bewegt sich, glaube ich, oder? Da oben. Komm schon, komm schon, komm schon. Zeig dich. Ciao, Zen. Kurz vor der Halbzeit. Yes. Gigantische Kette. Da geht's wieder nach oben. Kann man die zerstören? Ah, das ist die Nebenquest. Nice. Oder fange ich jetzt schon wieder eine neue Quest an? Jetzt zieht einfach mal. Da ist sie, die andere Treppe. Das Tor unten haben wir jetzt zufällig nicht aufgemacht, ne? Mal Shortcut, zack. Hätte der natürlich von der anderen Seite der das nicht machen können, ne? Genau, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Pfeile, Bruder, Pfeile! Pfeile, 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 genau, Schall, so war das, ne? Diese Öhrlitze, die sind auch so unnötig, ey. Komm, Runenangriff ist schwer für die Chaos-Klingen. Würde ich mich sehr, sehr, sehr darüber freuen. Amulett-Fragment. Ein Stück der zerbrochenen Yggdrasil-Amulett kann verwendet werden, um das Amulett mit zusätzlichen Zaubern zu versehen. Nice. Nice. Genauso nice wie das hier. Einfach versteckt. Noch ein Gedichtsbuch. Ein Artefakt aus dem oder ein Artefakt? Jo, Ägypten. Ägypten. Ein Symbol, das für das Konzept des Lebens steht. Es stammt aus einem Land, das ich schon lange einmal bereisen wollte. Die Zivilisation, die dieses Artefakt hervorgebracht hat, so alt und dennoch technologisch fortgeschritten sein. Ja. Dort verehrt man Götter, die halb Mensch, halb Tier sind, soweit ich gehört habe. Boah, mit Mimir, Kratos und Atreus nach Ägypten? Boah. Oh, haben wir so ein Artefakt schon einmal gesehen? Hier ist gehofft. Ja, Tyr war in Ägypten, ne? Ja, stimmt, Tyr war in Ägypten. Der hatte ja diesen Pharaonenhelm da rumliegen, ne? Ich entsinne mich. Vielleicht bringen die Runen dort etwas Licht. Oh, geil, Mann, ey. Was, ey, Ägypten kann ich mir echt gut vorstellen. Was? Nein, sie hat es nie erwähnt. Ägypten kann ich mir echt super vorstellen. Das wäre so geil. Eins der coolsten Länder überhaupt. Halber Schlüssel, Fjordlundgruft. Okay. Nicht kaputt. Bloß in zwei Hälften geteilt. Vielleicht finden wir die andere Hälfte. Erkundung lohnt sich einfach so dermaßen, ey. Und jetzt her damit. Yo. Okay, das N geht am schnellsten wieder zurück. Das heißt, das N zuletzt. Guck mal, wie lang das C bleibt. Wo ist denn das C? Easy. Horn. Dein Horn mit dem Met und gib mir mehr Rage. Yes. Ah ne, 1 von 4 auch, Mann. Wir hatten schon Horn-Update, das ist doch doof, ey. Aber gut. Jetzt haben wir alles mitgenommen, was geht. Zack. Hier runter können wir nicht. Dann war das wohl ein Schatz von Sigrun hier. Okay, Freya, dann Abfahrt. Sie liebte einen anderen, einen König namens Helgi. Anscheinend so. Waren sie wahnsinnig verliebt. Aber ihre Eltern ließen sie nicht heiraten. Ach komm, Emir. Du dachtest nicht.
Kurz noch einen Blick auf die Map, wo wir jetzt hier gerade sind. Guck mal, hier ist nur ein Fragezeichen, da ist nur ein Fragezeichen, da. Und hier wäre noch eine Nebenquest zum Verfolgen. Ist, oder welche ist das? Leitbild, okay. Ah, Mann, müssen wir nochmal zurück, ey. Oh Gott, Mann. Müssen wir, Freunde und Freundinnen. Die Quests haben wir jetzt angefangen, die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Macht keinen Sinn. Ist ja nur schnell dieses Ding einsammeln, dann können wir wieder abhauen. Und wer weiß, vielleicht finden wir jetzt doch hier irgendwas. Irgendwie noch geschliffenes Metall oder so. Oder Eisen, das wir jetzt gleich upgraden können. Oder höre ich was Großes? Da höre ich was Großes, die schon wieder. Okay, wir gehen auf das hier und fetzen erstmal die Magie raus. Ja, Freunde, kurz mal ihr Cut gesetzt. Frau kam rein, ey, und hat wieder absolut heftig abgenervt, weil ich mir irgendwas zeigen musste. Tut mir leid. Aber ihr habt nichts verpasst. Außer, dass ich fast gestorben bin. Ah, da, guck mal, da vorne blickt noch was. Da vorne blickt noch was. Stimmt, da war mir. Stimmt. Für einen geilen Schatz noch hier. Aber das wird wieder so eine ganz, ganz enge und knappe Geschichte hier. Das ist tatsächlich, läuft das hier wieder alles andere als klasse. Jo, und jetzt bitte ein bisschen Heilung. Oh, erster schon mal down. Und der andere ist auch schon mal zur Hälfte. Diese Sounds, ich liebe es. Ich liebe es. Yes, Mann! Boah, die sind nicht schlecht, wirklich. Die sind nicht schlecht. So, fucken wir den Scheiß hier ab und holen uns den Schatz, Mann. Und hier ist auch die Rune, die zu lesen gilt. Nice. Hüfte des Leitbilds. Ey, geil, man findet einfach die komplette Rüstungsset hier einfach so vergraben. Ey, die Hüfte sieht geil aus, tatsächlich. Die sieht geil aus. Vitalität würde ein bisschen runtergehen. Abwehr würde, ja. Ich glaube, die nehme ich mal. Die sieht echt sexy aus, Mann. Die sieht cool aus. Basteln wir uns einfach so was Schönes zusammen, oder? Bisschen Glück erhöht für mehr Cash und Erfahrung. Kein goldener Krieg. 3 von 4, eine fehlt noch. Er sprach oft davon, wie hoch die Kosten des Kriegs im Vergleich zu den Erträgen waren. Er glaubte, dass es seine Pflicht war, ihn zu vermeiden. Das hat sich nicht geändert. So, hier können wir nicht lang mit Kratos. Okay, das ist dann eingestürzt, nachdem Atreus hier war. Okay. Okay. Also hat sich auch der Abschied hier mal wieder gelohnt. Gut, dass die Nornen noch ein bisschen gewartet haben, oder, Freunde? Wie gesagt, also die Leute, die mich jetzt schon länger verfolgen, kennen und wissen, ich nehme die Nebenquests einfach mit und mach die auch. Da Bock drauf. So, da würde ich auch gerne noch hin. Zu dem Weltenriss. Aber ich komme da nicht so richtig hoch, ne? Nee. So. Mal gucken, wo die Köpfe der Hunde uns jetzt hinfolgen. Hinführen, sorry. Nach links auf jeden Fall. Nach links auf... Ah. Ja, und hat ein Schlüsselloch, in dem das gefundene Heft passt. Ach geil, Mann, das Schwertstück. Kampfbereit machen. Jetzt, das war doch auch in Warneheim. Weg, nie die Eiferin. Oh. Yo. Yo. Okay. Alter, was hat das für Schaden gemacht? Okay, gegen Franklin oder wie der heißt, den Eiferer, da habe ich noch keine Chance. Das wird noch nichts. Ne. Es sei denn, Freyas Magie macht mal ein bisschen mehr Schaden hier. Okay, ne, hat absolut keinen Sinn. Das hat absolut keinen Sinn. Da müssen wir noch ein bisschen
aufrüsten, Chaosflamme, Frostflamme und Rüstung auf die nächste Stufe bringen, damit das hier Sinn macht. Kann man sich das merken auf der Map? Okay, das wird sogar rot markiert, perfekt. Shit, Mann. Ich wollte eigentlich auch deinen, aber gut, dann wissen wir auch, in Vanaheim ist auch noch so ein Bossfight geil. Kann man diese ganzen Schreine, ich glaube zwei oder drei haben wir auf jeden Fall schon davon gefunden. Oder auf jeden Fall gesehen. Solche Handwerkskunst habe ich noch nie gesehen. Wie alt das Ding wohl ist? Ist das auch aus Ägypten? Schlackenablagerung, bisschen Fetzen hackst du. Ja, nur Quatsch, ey. Ich brauch anderen Scheiß, Mann. Okay, komm jetzt echt zu den Nornen, Mann. Da vorne ist ein Camp? Okay, sah aus wie eine Schmiede und es ist eine Schmiede. Nice. So, Sindri. Eine Verbesserung für das Amulett ist verfügbar. Nice. Zwergenstahl. Damit müssten wir upgraden können, oder? So, das Schild. Das Schild verbessern wir auf jeden Fall. Ein bisschen mehr Abwehr. Haben wir sogar zwei Abwehrpunkte mehr als vorher. Rüstung. Asgarder Barren. Oh, guck mal hier. Ich glaube, ich muss echt auf das switchen. Selbst damit, mit der Standardversion, hätte ich schon mehr von allem einfach. Vitalität geht ein bisschen runter, aber dafür Stärke. Und Abwehr geht auch runter. Guck mal, Abwehr geht hoch, ja. Stärke, Abwehr, Glück. Boah, ja, was soll man machen, Freunde? Brustschild ist Leitbild. Sollen wir uns das mal gönnen? Ich bleib, glaube ich, tatsächlich erstmal dabei. Ich grade nur, was kann ich denn hier upgraden? Kann nichts upgraden. Kann nichts upgraden, was mir irgendwie was bringt, tatsächlich. Das hier ist, ja, Luna. Die Schiene habe ich schon, da brauche ich auch Asgarder Barren, ey. Was soll denn der Quatsch jetzt, ey? Was soll denn jetzt der Quatsch? Amulett. Das können wir verbessern. Mehr Zauber können wir mitnehmen. Gut, dann gehen wir mal auf Zauber. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Erhöhte Resistenz gegen Blendung und Benommenheit, ja. Erfolgreiche Angriffe gegen Gegner beseitigen kleine Mengen Bifriss aus Kratos Gesundheitsbalken. Oh, können wir ja mal herstellen. Reliquien. Senden Sie drei Lichtwellen aus. Die Gegner, die von Scheibe fallen sind, erhöhten Schaden zufügt. Das ist was. Ja. Kratos? Ja, mit dem müssen wir jetzt nicht unbedingt quatschen. Ich will die verdammten Norn finden, ja. Kurz mal hier umschauen. Guck mal, hier werden Portpunkt. Platzieren Sie einen Zauber. Platzieren Sie Zauber. Wo war das denn jetzt hier? Fähigkeiten. Zauber. Ah, okay. Voraussetzung 0 von 3. 1 von 3. Ich habe das nicht. Brauche ich da jetzt. Was, wenn ich das jetzt hier reinsetze, Nahkampfstand, wenn sie gesund hat? Ich brauche davon. Ah, ich brauche noch ein Niflheim-Ding, damit ich drei Niflheim-Dinge habe, damit da irgendwas ein Z-Bonus kommt. So verstehe ich das jetzt, glaube ich. Oder korrigiert mich. Oder kann mir das jemand in den Kommentaren generell mal so erklären, was das Spiel da generell von mir will? Und hier liegt noch ein Schatz. Nice. Etwas Schutt, ja. Tatsächlich. Panzerhandschuh des Leitbilds. Hier ist auch noch der Panzerhandschuh mit am Start. Glück geht noch höher. Und die Runen gehen dafür ein bisschen runter. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Da vorne kommt Qualm raus. Ja, komm. Wo sind wir hier? Map-technisch gerade? See der Neun. See der Neun. Da vorne wäre noch... Das ist hier noch die Nebenquest. Dann haben wir... 4 von 4, ne? Damit haben wir die auch abgeschlossen, oder? Ah, ne, das ist so ein Räuberlager, okay. Feuer von hinten!
Geile Kombi, Mann. Geile Kombi, der ist direkt platt, Mann. Ja, zünd die Kiste ruhig an, gar kein Problem. Stufe 5, ja. Geil, Selbstmörder. Beziehungsweise so ein Attentäter, der jagt sich noch selbst in die Luft. Von links. Anderes links, naja. Aber kurz mal heilen, ne? Auf Sicherheit. Kann ja nicht schaden aktuell. Beziehungsweise Bein auch noch ab, es kommen immer mehr. Die Fähigkeit hier ist mit dem Aufladen ist auch so geil. Nice, sexy. Das Gameplay wird von Mal zu Mal immer besser. So, 2 von 4 Räuberlägern. Kiesstein nehmen wir mit. Da hätte ich auch noch so einen Stein werfen können. Hätte Fahrradkette, machst du nix. Glänzende Legierung, die brauchen wir doch tatsächlich, oder? Mindestens 2 Mal, wenn mich nicht alles täuscht. Und yo, Wikingergeschenk, Schatzkarat begonnen. Da laufen wir auf jeden Fall dran vorbei. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Okay, irgendwo drinnen, wo 2 Türen sind. Das kann man sich gut merken. Wo 2 große Türen aufgehen, da wird der Schatz auf uns warten. So, wer natürlich auch auf uns wartet, sind immer noch die Wölfe. Und wo ihr jetzt leider drauf warten müsst, liebe Freunde und Freundinnen, da draußen ist auf die nächste Folge. Wieder hier von allem habe ich mich wieder von allem ablenken lassen. Das wollte ich eigentlich sagen. Mann, schwere Geburt. Ja, da vorne wieder dieses goldene Symbol, was am Blinken ist, wo ich immer noch keinen Plan von habe, wie wir da reinkommen. Vielleicht wird sich das ja mit den Norn irgendwie aufklären. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du am Start warst. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, nimm dir noch 2 Sekunden Zeit für ein kostenloses Abo, für einen Daumen nach oben, aktiviere die Glocke. Dann verpasst du auch kein weiteres Video von mir zu God of War Ragnarök. Schönen Tag noch. Bis dahin. Ciao mit V.